Cooles Bild. Ich überlege, ob ich mir nochmal State of Decay 2 angucke, Leute. Da gibt es jetzt eine neue Version, überarbeitete. Und ich fand Teil 1 eigentlich ganz geil. Teil 2 habe ich nie gespielt, glaube ich. Eisenrohr, wo brauche ich das denn jetzt? Scheiße. Ah, warte mal, irgendwas war hier noch mit. Ich habe eine Idee. Wie? Was? Welches Spiel? State of Decay 2. Juggernaut Edition. Um was geht's bei dem Spiel? Ist ein Zombie-Spiel, Open World. Musst du eine Base aufbauen. Und Überlebende retten. Und Missionen lösen. Eigentlich ganz geil. Teil 1 hat mir voll gefallen. Und Teil 2 haben wir, glaube ich, noch nie gespielt. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns das mal angucken. Ach, das Spiel soll ganz okay sein. Okay. Du musst halt noch ein, zwei Leutchen finden, die mitspielen. No Name wollte nicht. Guck mal hier. Ich hab noch in Erinnerung. Das Feuerholz. Das Feuer. Rückseite. Kamins kommen. Ein Luftzug. Ah. Ich habe aber kein Feuer dabei. Ich brauche Feuer. Wo ist es denn? Wo ist mein Feuer? Hat doch schon gesagt, dass er Single ist, Mann. Hier kommen neue im Chat und ihr fragt als erstes, ob die Single sind. Die müssen ja sonst was von uns denken hier im Chat, Leute. Ey, Jackie, ohne Witz. Kangal feuert 100 Bits ab, Ed Perle, V, du verrücktes Huhn. Ich mach das gleich aus, Leute, die Bits. Ihr übertreibt das ein bisschen. Feuerzeug ablegen, ich brauch das nicht mehr. Perle Frau feuert 100 Bits ab, Ed Kangal immer. Wie schlau sie das vom Winkel her gemacht hat. Wie schlau sie das gemacht hat. Ja, Jackie, Resident Evil 3 werde ich auf jeden Fall mega suchten. Ich habe mir extra ein Outfit dafür bestellt. Das ist ein Outfit, aber ich habe mir was bestellt und ich habe mir eine Deko bestellt. Extra für das Spiel, um es ein bisschen authentischer zu machen. Und ich werde das halt mega suchten und fühlen, weil Resi 3 war meine Kindheit und deswegen spiele ich das jetzt auch nochmal, weil ich so voll im Resi-Hype bin. Das wird nice. So, das muss ja jetzt der Schlüssel eigentlich sein. Für die Tür, die da vorhin zu war, mit dem Schloss, richtig? Ja, mache ich live, Jackie, auf jeden Fall. Am Release-Tag und dann die ganze Nacht. Achtung, das Projekt Raccoon City wurde abgebrochen. Ich muss das da oben lesen. Unsere politischen Umtriebe im Senat, dessen Pläne zu verzögern, waren jetzt erfolgreich. Alle super, bla bla bla, sollten sofort US-Armee. Wird ihnen Platz morgen früh ausführen. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe da mal jetzt drauf geachtet, dass, wer ist er denn? Dass die Filme dann doch so doll vom. Das ist auf einen automatischen Empfang gestellt. Dass die Filme doch so doll von dem Spiel abweichen. Weil Spence zum Beispiel, habe ich mal überlegt, oder habe ich mal drauf geachtet, der ist im Spiel ja. Der Gründer und im Film geht er gleich irgendwie im ersten Teil hops. Das fand ich irgendwie so ein bisschen. Naja. Oh, was da stand was mit Nemesis? Das wollte ich dann doch nochmal lesen. Müsste dann der hier sein, ne? Nee. Das. Ich bin
bin auf Nemesis gestoßen. Wenn ich nichts darüber gewusst hätte, wäre ich jetzt verseucht und inzwischen einer von ihnen sein. Wenn es immer noch in der Stadt. Was? Wenn es immer noch in der Stadt herumwandert, ist es ein Auftrag noch. Hat er seinen Auftrag noch nicht beendet? Ja, das fand ich auf jeden Fall eigentlich ein bisschen schade, dass die Story in den Film so doll abweicht, was das Spiel angeht. Oh. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors, return immediately. Over. Okay. Was macht ihr eigentlich mit dem Darkseid, Dark Seele, Alter? Oh. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Okay. Ach so, halt, da war ich ja. Scheiße. Mein Fehler. Hallo Kia, Grüße. Ja, Leute, hat jemand noch eine Idee, wie man... Ach nee, wir haben ja gar keine Slots mehr. Eigentlich wollten wir noch einen Mobben-Emote machen, dass jemand gemobbt wird, aber... Ah, was jetzt? What's going on? Whoa! Oh. Holy shit. What was that? Ein Riesenpenis. Leute, ein Riesenpenis. Ah! Der ist da wirklich. Ich habe einfach ins Blaue geschossen. Hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Jetzt ist er beschnitten. Das war echt ein Riesenpenis, ich sag's euch. Was? Ich könnte entkommen, wenn ich über den Zaun klettere. Möchten Sie über den Zaun klettern? Verstehe die Frage nicht. Jackie mag auf jeden Fall das LOL-Emote. Okay, damit kann ich nicht nach unten zielen. Scheiße. Okay, wir rennen einfach mal. Aua! Boah, zwischen die Beine auch noch. Geh weg, du Ferkel. Das habe ich dir nicht erlaubt. Was? Ich frage mich, was die da trägt. Was meinst du? Also Leute, ihr habt wieder heute Themen drauf im Chat, du Junge, Junge, Junge. Was für ein Rad, Alter. Oh, was ist hier los? Guten Tag. Guten Tag, die Herren.
Es werden ja immer mehr, Alter. Tschüss. Ich hab keine Lust auf euch. Junge, Junge, Junge. Ja, Zwergi, aktuell ist die Grafik, aber das Spiel ist von 1997, normalerweise, ne, 99. Normalerweise könnten wir das gar nicht spielen, aber es gab einen HD-Patch. Ihr müsst euch tatsächlich mal, ich habe da mal, ich kann es auch nach dem Spiel nochmal zeigen. Ich habe bei der ersten YouTube-Folge, da habe ich mal ein Vorher-Nachher-Bild gemacht. Ich bin froh, dass wir es überhaupt so schon spielen können. So, da hierfür? Ja, passt. Nice. Das passt. Dieser Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Ablegen? Yes. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, was noch kommt, Leute. Mal sehen, ob es wieder so einen Klick-Moment gibt. So einen Aha-Moment. Ah, da drüben. Ach, wir sind jetzt beim... Ah, wir sind... Boah, was ist das? Nee, nimm dein Lümmel weg. Na, renn doch. Stars. Da war's wieder. Wir können uns wieder entscheiden, Leute. Schieben Sie ihn weg. Keine Ahnung, von der Brücke springen. Die jumpt halt einfach da runter. Wo bin ich? Was mache ich hier? Der hat aber viele Penisse, ja. Du kennst Resident Evil nicht, Kampfzwergen? Eieiei. Lebt er noch? Oh, ist alles voll mit Zombies. Oh. Hey, wir können über alles reden. Rescuing you is becoming a full-time job. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Jill. They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Nikolai. Okay. Also wir können jetzt hier... Was ist hier? So romantisch. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt da rein? Muss ich da in die andere Tür, wo er war? Ripple Cry. Vielen Dank fürs Followen auf YouTube. Fürs Abonnieren auf YouTube. Oh, was haben wir denn hier? Eine Wasserprobe, Leute. Irgendwas war mit einer Wasserprobe. Jimo hat das letztens erzählt. Wasserproben-Rätsel kommt noch. Sicherheitsanweisung. Sicherheit der Werkanlage. Da es sich bei dieser Anlage um eine als verlassene Fabrik getarnte Einrichtung handelt, wird sie manchmal von Zivilpersonen betreten. Zögern Sie nicht, auf sie zu schießen. Alter, was? Wenn sie sich ergeben, werden sie festgenommen, um das Labor als neue zugefügt. Alter, was? Als neue Meerschweinchen hinzugefügt? Die sind ja nett. So, was müssen wir hier noch so machen? Ah, hier können wir wieder speichern. Ja, sollten wir mal machen. Wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Großer Fehler, sowas darfst du nicht sagen. Hallo Mavis, wie geht's? Entschuldigung. Corona und so. Ist tatsächlich gar nicht ausgeschlossen bei mir, Leute. Aber nur in leichter Form. Also ich habe jetzt kein Fieber oder so. Ja,
Ich sehe schon, Dark Seele passt hier gut hin, ey. Danke, danke. Ich bin schon krank. Also, nicht kopfkrank, sondern... So. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Eine Plastikkarte passt da rein. Oh, Rätsel! Ein Gerät, mit dem man die Wasserqualität prüft. Man braucht wohl eine Wasserprobe. Haben wir. Ja, haben wir. Ein Gerät, mit dem man die Wasserqualität prüft. Prüfen Sie... Was möchten Sie... Ja, und nu? Welchen Bereich möchten Sie anpassen? Ach du Scheiße. So passt es. Prüfen. Bam. Easy going. War gar nicht so schwer. War echt nicht, also... Gut, was haben wir jetzt gebraucht? 5 Minuten? Okay, jetzt haben wir irgendeine Tür geöffnet. Wo auch immer die ist. Haben wir die schon gesehen irgendwo? Echt, Dark, du wurdest getestet auf Corona. Bei mir haben sie gesagt, erst wenn ich Fieber kriege, dann darf ich getestet werden. Auch geil. Obwohl ich mit einem Corona-Patienten Kontakt hatte und jetzt erkältet bin. Wir sind ja eigentlich genau in die richtige Tür gegangen. Ah, du hattest Fieber? Ah. Wow. Was seid ihr jetzt schon wieder für hübsche? Soll ich den dann treffen da oben? Noch einer? Das ist noch einer, oder? Das Gerät für die Untersuchung der Wasserverschmutzung arbeitet nicht mehr. Es zeigt eine Fehlermeldung an. Pass auf, den Husten auf. Mir tat der ganze Brustkorb weh. Das Ding ist, man kann das ja in starker und in schwacher Form haben. Den Corona-Scheiß. Oh, da steht jemand. Oh, Doktor, gehen Sie weg. Sie haben Corona. Ah, die Tür ging auf. Okay, bevor wir da reingehen, gucken wir uns kurz mal um. Eine Disk. Eine Disk? Ne, hast du ja gesehen, Spanky, dass hier Dark hatte auch Fieber und hat es nicht. Ich habe das Schloss entriegelt. Holy shit. Wie er lacht. Nikolai?
So. Kartenlesegerät. Ich hab halt Halsschmerzen und Husten. Ach, guck mal, hier ist das. Ah. Hier haben wir ihn gesehen, den Nemesis. Da sind wir runtergesprungen. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall da rein. Ich habe Halsschmerzen und Husten, aber halt kein Fieber. Zumindest. Ich hab auch noch nicht gemessen, ehrlich gesagt. Aber. Oh. Aber ich bin ja auch zu Hause. Scheiße, von wo kam ich denn jetzt? Achso, hier waren wir noch nicht, oder? Doch, von da kamen wir und hat er gesch... So, wir gehen jetzt erstmal in die Tür, wo wir da aufgemacht haben. Ah, können wir gar nicht. Laborschlüssel. Okay. Wo zum Teufel brauche ich den denn nun schon wieder? Das Dumme war, mir ging es eigentlich schon wieder besser. Dann war ich gestern joggen und dann ging es mir wieder schlechter. Richtig fail. Was passiert jetzt? Ich hab Strom. Ah. Piep. Hier sind aber noch Knöpfe. Ach so, weil ich sonst hier nicht durchkomme, oder was? Brauche ich eine Karte. Dark, du hast glaube ich noch nicht so viele Punkte, deswegen ging das nicht. So, warte mal, wo war jetzt die Tür hier draußen? Ja, wir haben immer noch einen Laborschlüssel. Und. Irgend so eine Karte. Gib mal Ausrufezeichen Points ein oder Punkte. Systemdiskette einlegen, das haben wir doch hier. Bam! Wir haben alles dabei. Wo sind wir hier überhaupt? Warum ist das hier schon wieder? Achso, das hieß ja, es ist eine alte Fabrik. Warning. Proceeding with operation in treatment room. Oh nee, was? Was muss ich machen? Stars. Oh.
Uh-oh. Stars. Ah. Aber kann ich den auch so töten? Stars. Kann man den auch so töten? Oder muss das Säure sein? Stars. Ha, scheiß auf die Säure. Ah, guck mal. Was für ein Zufall, dass die Karte da rausfällt. Normalerweise hätte man den mit dem Dingsbums hier. Alter, dieser Piepton. Alter. Ah. So, was muss ich jetzt machen mit der Karte? Hör auf zu piepsen! Alter. All personnel, evacuate immediately. Was passiert da? Was muss ich jetzt machen? Time Run auch wieder oder? Nö. Und Laborschlüssel habe ich auch noch. Was steht da? Es findet eine Behandlung statt. Jetzt haben wir die Karte. Hallo Henry, Grüße. Uah. Wo brauchten wir die Karte jetzt nochmal? Hier doch auch, oder? So, da ist Nikolai hingewandert. Der ist zu. Ach, guck mal hier. Tragbarer Radarempfänger. Okay. Was soll ich damit denn jetzt? Hä? You're still alive. Such persistence. Nikolai? Sorry, but there is no escape from here. Oh, hoffentlich schießt der Nemesis. Wow, was? Oh, wieder Entscheidung treffen. Den schießen wir runter. Oh, was? Bam, Junge! Drecksack! Als ob der mit sich verhandeln lässt. So ein Feuerball, Junge!
Jill, what happened? Carlos, the choppers. Mit dem Raketenwerfer in der Hand. Ich war das nicht. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Okay. Was müssen wir denn jetzt machen eigentlich? Und was macht er jetzt da eigentlich? I am not going to give up. Ja, das habe ich verstanden, aber was tust du? Und was ist hier eigentlich mit der Klappe? Wie kriegen wir die auf? Jill, that's it. We've got to find a way out of here. Now. Ja, und nu? Hä? Warning. Missile attack confirmed. Was? Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Na klar. Oh, jetzt geht die Luke aber auf. Okay. Da haben wir noch eine Kiste. Kommt jetzt schon der Endboss, oder was? Weil das Ding ist, wir haben ja hier noch eine Schlüsselkarte und einen Schlüssel. Hä? Was war das? Lul, ich glaube, das ist echt Boss. Ja, Mann. Endboss! Da liegt er schon. Das ist nämlich auch ein Tyrant. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen hier. Das war, glaube ich, erst reinschieben hier. Wir müssen ihn reinschieben. Na, schieb doch. Ach, geht das noch nicht? Oh, da ist was auf dem Radar, Leute. Guckt mal. Geht das denn? Ne, sie hört immer wieder auf. Okay. Checking system. Ah, jetzt. Perle Frau feuert 100 Bits ab, Homies zwinkerndes Gesicht mit herausgestreckter Zunge. Danke, Perle. Muss ich jetzt auch noch 1, 2, 3 in richtiger Reihenfolge machen, oder was? Battery connected. War klar. Da kommt er wieder. Mr. N. Der sieht ja lecker aus jetzt. Der hat nicht mal meine Hose an. Na klar. Der schreit mich an, Leute, der schreit mich an. Aber ich glaube, der ist ziemlich langsam. Oh, der kommt oben lang. Der kommt oben lang, Leute, der kann bergsteigen. Ja, wollte er mich aber lümmeln, du. Oh, der sitzt doch da eigentlich perfekt, oder? Der sitzt doch perfekt gerade. Komm, Feuerwerk.
Der sitzt doch genau drauf. Schieß doch. Hä? Schießt es von alleine? Achso, der muss hier hinten sein, glaube ich. Kann man den auch so töten? Das würde mich auch mal interessieren. Also eigentlich nimmt man jetzt den Riesenstrahl dafür. Knapp dran vorbei. Der macht aber schon ganz schöne Geräusche, du. Komm runter, Diggi. Komm, spring runter. Oh, der sitzt genau perfekt. Wie es leckt, Alter. Wir haben es geschafft. Woo. Easy. Warning. System overheating. Enter cooldown mode. Ist er auch tot? Ich hoffe doch. So, da ist ein roter Dings auf dem Radar. Wie lebt der immer noch? Guck mal, der Wurm kriecht weiter, Alter. Oh, jetzt können wir uns wieder entscheiden. Das Monster erledigen, das ignorieren und abhauen. Wir erledigen das. Der spuckt mich an. Die will ich gar nicht haben, die Scheißwaffe. Ah, müssen wir gar nicht selber machen. You want stars? I'll give you stars. Das war's. Das Würmchen. Okay. Jetzt ist er aber down. Guck mal, der schrumpelt sogar zusammen. Seht ihr das am Bein? Was haben wir jetzt für eine Waffe bekommen? Gar keine. Ist ja auch verrückt. Sie ist weggeschmissen oder was? Stars. Aber hier hat sich das wenigstens noch geil angehört. Fahren wir jetzt hoch oder runter? Carlos oder Jill. Was? Ja. It's over, Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter. We just have to be there when it lands. Wer war das nochmal?
now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. So Leute, das war Resident Evil 3, das Original. Juhu! Ich bin gespannt, in 2 Wochen, nicht mehr ganz, ich glaube in 12 Tagen, kommt Resident Evil 3 Remake. Ich bin gespannt. Aber cool, nochmal die Story gesehen zu haben. Wir vergleichen das dann mit dem Remake. An der Stelle war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.